Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Ja, ich habe euch versprochen, euch Estée Lauder Produkte vorzustellen. Und ich habe mir gedacht heute, ich werde es gleich mal kombinieren mit dem Barbour Concealer und mit der Miss Bella Palette. Ja, ich habe also im Anschluss ein Video für euch, wo ich mich mit schminke. Also bleibt schön dran, nicht abschalten, es geht dann gleich weiter. Ich habe euch endlich die Estée Lauder Double Wear Foundation vorgestellt, oder die werde ich euch jetzt vorstellen. Diese Foundation ist grandios. Ich wurde ja schon mehrfach danach gefragt und es wurde immer gesagt, na Astrid, das ist nichts für uns trockene und reife Häutchen. Und ich habe mich wirklich nie getraut, sie zu kaufen, weil ich immer dachte, oh Gott, nee, nachher ist das nichts und sie ist ja auch nicht gerade günstig. Und dann hatte ich ja mir eine ganz andere bestellt von Estée Lauder und da ist ja was mit dem Paket schief gegangen, weil ich vergessen hatte, unsere neue Adresse bei Douglas mit einzugeben. Die ist an unsere alte Adresse gegangen, es war auch nicht mehr rückgängig zu machen von Douglas aus. Ich habe gleich angerufen dort, am selben Tag noch, es ging nicht mehr. Das war eine für reife Häutchen und die lag so bei über 80 Euro. Es gab aber an dem Tag 20% und von daher habe ich mir dann damals gedacht, okay, bestellst du sie mal. Aber wie gesagt, die ist nicht angekommen. So, und hinterher habe ich mir gedacht, da war diese hier im Angebot und ich glaube, sie ist auch immer noch im Angebot. Ihr müsst mal schauen bei Douglas. Ich habe irgendwas um die 32 oder 34 Euro bezahlt, die war also runtergesetzt und ich habe hier den Farbton 2C2. Damit komme ich super, super gut klar. Ist genau mein Farbton, also ich könnte ihn mir nicht besser vorstellen. Das werdet ihr auch gleich sehen beim Auftragen. Und ich finde, sie hat ein semi-mattes Finish. Sie hat einen ganz, ganz leichten Glow. Oh, ich muss mal gerade gucken, was habe ich denn hier unter dem Auge? Ein Fussel. Sie hat so einen ganz, ganz zarten Glow auf der Haut. Also wenn man so vor dem Spiegel sitzt und man schaut sich das genau an, dann hat man das Gefühl, dass sie eigentlich bei mir also gar nicht matt wirkt und austrocknend, sondern als wenn sie so ein semi-mattes Finish mit so ein bisschen Glow macht. Also ich finde sie sehr schön. Sie macht auch den ganzen Tag das Gefühl und man sieht auch immer so ganz frisch aus und sie bleibt ebenmäßig. Sie verrutscht nicht, sie wird nicht fleckig. Die passt sich wirklich super dem Hautton an. Man kann sie auch, wenn man möchte, nochmal schichten. Also ich habe dann auch hinterher nochmal so ein paar Tupfer aufgegeben. Tupfer deswegen, das Einzige, was mir nicht gefällt, ist, dass man halt hier einen Schraubdeckel hat und kein Pumpspender da ist. Also lege ich immer meinen Finger drauf, gehe immer hin und her und das, was auf dem Finger ist, tupfe ich dann auf die Stirn oder auf die Wange und hin und her. Das werdet ihr gleich sehen. Und vergesst bitte nicht, sie vorher zu schütteln. Die ist sehr flüssig, also ich finde sie sehr schön. Ich mag diese Konsistenz. Und ich habe es heute mit einem Beauty Blender aufgetragen, in diesmal den schwarzen. Ich habe den noch in weiß und in pink. Dieser hier geht langsam kaputt, also der pinkfarbene hält am längsten. Der schwarze ist ein Jahr alt und der pinkfarbene 2 Jahre und immer noch in Ordnung und der schwarze kriegt jetzt Risse. Den muss man anfeuchten, also ich habe ihn angefeuchtet und habe als allererstes, jetzt kommen wir dazu, zum nächsten Produkt von Barbour, den Concealer aufgetragen. Ich habe mit diesem Concealer ein bisschen auf Kriegsfuß gestanden und muss ganz ehrlich sagen, ich habe ihn falsch aufgetragen. Ja, ich habe mir das ja, ich habe früher in jungen Jahren, vielleicht auch viele von euch, wir haben gar keinen Concealer benutzt früher, ne? Also Concealer war unnötig und es wurde nur die Foundation aufgetragen und es hat gereicht. Ja, und dann kam ja YouTube, ne? Und ich habe immer gesehen, alle jungen Mädchen tragen Concealer auf und so. Und da habe ich gedacht, okay, trägst du auch mal Concealer auf, soll ja was Besonderes sein, ne? Ja, es hat nicht funktioniert. Ich habe also erstmal eine Foundation aufgetragen, habe den Concealer drüber gemacht und habe immer gemerkt, egal welchen ich verwendet habe, auch den von Barbour. Ich wollte auch schon ein Video dazu drehen und sagen, der ist komplett Murks, auch nicht viel besser oder schlechter wie jeder andere. Und jedenfalls hat es nicht funktioniert. Es war dann hinterher genauso in den Falten gelegen und hat nicht aufgehellt irgendwie und ich weiß nicht was alles. Ja, dann habe ich gedacht, okay, dann machst du es andersrum, dann machst du erst den Concealer drauf und dann die Foundation oben drüber. War der gleiche Murks, ne? Hat auch nicht funktioniert, da habe ich immer gedacht so. Wir reifen Häutchen können keinen Concealer benutzen. Ich hatte es, glaube ich, auch schon ein paar Mal bei Instagram erwähnt. Im Übrigen, vielen Dank für alle, die mir bei Instagram folgen. Ich freue mich immer über neue Gesichter. Und ja, wer mir noch nicht folgt, dort würde ich mich drüber freuen, sehr drüber freuen sogar. Und jedenfalls hatte ich es da schon angekündigt irgendwie. Ja, ich weiß nicht, also ich glaube, das wird auch nichts. Ja, und heute habe ich mir gedacht, oder die letzten Tage schon mal, trag doch einfach mal den Concealer hier unten unter dem Auge auf, also in dieser Augenpartie hier unten und gar keine Foundation, sondern dass der Concealer der Ersatz für die Foundation ist, weil der Concealer hat ja auch nochmal eine andere Konsistenz, eine andere Farbdichte. Er ist anders wie die Foundation, nochmal feiner pigmentiert.
weil es ja gerade unter dem Auge so sehr fein sein soll. Und dann habe ich gedacht, okay, dann trage ihn doch auf. Es ist ja im Prinzip auch nur wie eine Foundation, nur etwas anders von der Zusammensetzung. Und habe ihn mir halt hier unten drunter aufgetragen und habe dann die Double Wear zum Beispiel, die Estée Lauder Double Wear, die habe ich dann nur bis hier aufgetragen. Also hier, ne, den Bogen habe ich ausgelassen und habe nur den Rest gemacht. Und da habe ich gedacht, naja, da muss man ja auch immer ganz schön genau gucken, dass die Farben dann auch harmonieren. Und was soll ich sagen, ich habe ja nur die Double Wear und ich habe diesen Concealer von Barbour in dem Farbton 01 Ivory. Das ist der hellste Farbton im Übrigen, hat so schöne, lichtreflektierende Pigmente. Habe ich euch, glaube ich, schon mal bei der Augencreme gesagt. Es hat immer den Vorteil, dass es den Falten schmeichelt. Ne? Es ist immer so, dass man dann hinterher nicht so das Gefühl hat, man hat so viele Falten, weil das Licht reflektiert so und es macht eine schöne untere Augenpartie hier. Ne? Auch die Augencremes. Und das macht der natürlich auch von Barbour. Hat aber eine ganz, ganz tolle, cremige, leichte Textur. Lässt sich super leicht mit dem Beauty Blender, mit dem angefeuchteten auftragen. Ich trage ihn immer meistens zweimal auf, weil ich schon ein bisschen mehr Rötungen habe. Und der Beauty Blender schluckt ja auch eine Menge. Ich habe es im Übrigen mit dem Pinsel probiert und mit meinen Bürsten. Es funktioniert nicht. Auch dann habe ich das Gefühl, dass ich eigentlich die Falten noch mehr sehe als vorher. Ich denke, dass diese Feuchtigkeit zusammen mit dem Concealer, ne, und mit dieser Feuchtigkeit so richtig schön in die Haut eindringen kann und es gleichmäßiger macht. Durch dieses Wasser, ne, Wasser also richtig schön nass machen und dass es dadurch halt gleichmäßiger wird. Und dieses Ivory, die Farbton 01 Ivory, das ist unheimlich schön hier unten drunter. Das ist ein ganz, ganz Tucken heller wie die Double Wear, die 2C2 in dem Farbton. Und harmoniert bombastisch. Also ihr seht das, ihr werdet es auch gleich sehen, wenn ich es auftrage. Es ist fast so, als wären sie füreinander geschaffen. Im Übrigen gibt es im Moment beim Beauty-Kaufhaus für euch alle, habe ich ausgehandelt, nochmal 10% Rabatt auf alle Bestellungen. Es kommt noch ein Beauty-Kaufhaus-Video und als es die 15% Weihnachtsrabatt gab, da war ich leider krank. Ja, und dann konnte ich euch die natürlich nicht weiter vermitteln und wie gesagt, ihr möchtet ja auch immer gerne einen Rabattcode haben, ne? Und das verstehe ich ja auch. Und dann habe ich einfach angerufen und habe gefragt. Ich habe gefragt und habe gesagt, wie sieht es denn aus? Kann ich nicht mal für meine Community, für meine ganzen Zuschauer einen Rabattcode bekommen, auch noch nach Weihnachten? Und da war die Frau Glaser, die Inhaberin von dem Beauty-Kaufhaus, total nett und hat gesagt, na klar, ich räume Ihnen 10% nochmal ein und der gilt dann ab jetzt, also auch mit diesem Video heute könnt ihr im Prinzip dort schon bestellen. Ihr könnt aber auch warten, bis ich noch das Beauty-Kaufhaus-Video abgedreht habe, wo ich so einen Rückblick und so eine Zusammenfassung aller Produkte nochmal mache und neue Produkte werden dann im neuen Jahr kommen. Erstmal mache ich eine Zusammenfassung mit Verweis auf meine Videos halt, ne, und eben auch nochmal der Barbour Concealer, den ich euch heute hier also vorstelle. Und wer jetzt sagt, jawohl, achso, das probiere ich jetzt nochmal. Ne, alle Reifenhäutchen schon, so ein bisschen knitterige Augenpartie und so. Also jetzt bin ich ganz begeistert. Jedenfalls, ich habe ihn aufgetragen und es ist Bombe. Und ich bin dann nur, ich habe das hier ausgelassen. Ich habe auch mal ein Lid damit gemacht im Übrigen und bin dann hinterher nur mit der Miss Bella Palette, mit dem ersten Farbton, kommen wir gleich zu. Das ist Undressed, ne, den habe ich ja unten drunter gegeben und auf den Concealer oben drauf und dann alles andere oben drüber. Und da muss ich echt sagen, der ist jetzt Bombe, also jetzt habe ich es raus. Man muss ihn alleine tragen, ganz, ganz alleine bei Reifenhäutchen und nicht noch eine Foundation wieder oben drüber machen oder unten drunter und was weiß ich noch alles, sondern nur diese feine Rezeptur eines Concealers mit diesen lichtreflektierenden Pigmenten auf die untere Augenpartie hier auftragen mit einem angefeuchteten Beauty Blender, wenn nicht zwei Schichten. Und dann auslassen und den Rest mit der Foundation machen. Und es klappt super, super gut. Und das wollte ich euch sagen. Also das heißt, wir können nicht mehr noch irgendwas drunter und drüber machen. Es geht nicht. Aber warum auch? Im Prinzip ist es mir jetzt egal, weil ich verwende ihn solo. Passt super. Gebe danach meine Double Wear. Im Moment meine allerliebste Foundation. Ich weiß gar nicht. Letztens schrieb mir auch jemand, die hatte wohl in die Infobox geschaut und gesagt, oh, achso, du trägst die Double Wear ja fast jedes Mal im Video. Ja, weil ich im Moment total wirklich verliebt bin in sie. Ne? So.
in Love, sage ich jetzt mal. Ja, sie ist sehr schön. Also ich kann sie euch nur empfehlen, sie ist klasse. Und genauso kann ich euch natürlich die Mascara empfehlen von Estee Lauder. Das ist diese hier, die hatte ich ja mir bei Octoly aussuchen dürfen. Ne? Und das ist die Pure Color Envy Lash. Die hat so zwei Bürstchen, zeige ich euch auch gleich noch im Video. Wobei ich heute so gedacht habe, ich müsste mal wieder das Revita Lash benutzen. Also meine Wimpern sind nicht mehr so lang, wie sie mal waren, als ich es benutzt habe. Es war wirklich super, das Produkt. Und ich werde es mir auch wiederholen. Ja, und dann habe ich, wie gesagt, die Mascara aufgetragen und im Moment mag ich die auch total gerne. Im Übrigen vielen Dank. Bei Instagram hat mir jemand dazu ein Feedback gegeben und gesagt, Astrid, ich liebe sie auch so. Die ist wirklich grandios. Und ich kann nur sagen, eine ganz, ganz tolle Mascara ist das. Ja, und dann habe ich natürlich die Miss Bella Palette genommen und habe mit Miss Bella ein Augen-Make-up, also das, was ich hier heute drauf habe, geschminkt. Und ich kann nur sagen, das sage ich wirklich, es ist meine ehrliche Meinung, ich finde die Farbauswahl sehr schön, bis dahin, wo ich sagen würde, ich hätte mir einen Farbton gerne gewünscht. Ich habe den 50-50 für die Lidfalte genommen. Aber der hat so ein bisschen so einen orangefarbenen oder olivfarbenen Stich für so Blondinen, ne? So typisch für Blondinen. Auch die Foundations haben immer alle so ein, ja, so einen olivfarbenen Unterton, so einen gelblichen. Und auch hier ist es so, es könnte für mich ein bisschen aschiger sein, so wie der Monolidschatten von Douglas, ne, von der Eigenmarke in dem Farbton 51 oder 52. Ich habe ja diesen rosanen und diesen aschigen Farbton und der gefällt mir persönlich besser, auch wenn ich schon mein Make-up drauf habe. Trotzdem finde ich, er ist mir ein bisschen zu olivfarben. Das sieht man hier auch, dass er so ein bisschen olivfarben ist. Alle anderen Farben finde ich ganz, ganz, ganz toll. Auch Undressed als Primer aufzutragen, also als Untergrund aufzutragen, nicht als Primer, aber als erste Schicht aufzutragen. Ihn auch zu verwenden, nochmal zum Ausblenden für die Übergänge habe ich gemacht. Funktioniert toll. Man kann auch ein bisschen hier, wenn man gepatzt hat und sagt, oh, mir ist das Augen-Make-up ein bisschen zu weit rüber gerutscht. Natürlich kann man es auch mit einem Concealer machen. Aber ihr könnt auch die Farbe Undressed nehmen und da ein bisschen arbeiten. Und schon habt ihr das ausgeglichen. Pure hier für die für den inneren Augenwinkel und nochmal Luminous auch habe ich verwendet, also toll und ich bin begeistert und die gibt im Übrigen sehr gut Farbe ab. Kann ich nur bestätigen, es wurde mal gesagt, sie gibt nicht, also sie würde nicht viel Farbe abgeben, kann ich nicht sagen, also ich finde, die gibt richtig gut Farbe ab und vor allen Dingen Vino und auch Whatever, ne, habe ich genommen und auch alle anderen Farben und auch 50-50 gibt unheimlich viel Farbe ab. Seid vorsichtig mit dem Pinsel, ich bin da nur so ganz vorsichtig rein, aufgetragen, boah, war schon zu viel, ne. Also, tolle Pigmentierung, muss ich echt sagen, für 17,50 Euro, kann ich nie meckern. Ich würde mir noch einen aschigen Farbton wünschen, Miss Bella. Anstatt Sally da hinten den Braunton oder 50-50 noch ein bisschen aschiger, keine Ahnung. Ich hätte es mir gewünscht, noch ein bisschen aschigen Farbton da reinzunehmen. Es gibt viele, die lieben aschige Farbtöne und ich werde noch die Carly Bible Palette ausprobieren. Ich habe den Tipp bekommen auf Instagram von jemandem, die sagte, Astrid, wenn du die Palette magst, dann magst du auch die Carly Bible Palette. Ich werde mich heute noch auf die Socken machen, sofern das Video am Hochladen ist, werde ich mich ins Auto schwingen und in die Stadt fahren und werde bei DM gucken. Ich kann euch die Palette nur empfehlen. 17,50 Euro ist ein Hammerpreis, das ist ein Kampfpreis für eine Palette mit einer derartigen Pigmentierung. Absolut. Stehe ich zu und ist auch so. Hätte ich nicht gedacht, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, schöne Palette. So, dann habe ich hier noch einen diesen Stift genommen von Judith Williams. Das ist ein hautfarbener für die Wasserlinie. Ich verstehe immer gar nicht, warum da vorne immer die Spitze abbranzt. Immer ist die Spitze kaputt, als wenn das hier drin irgendwo gegenstößt. Jedes Mal muss ich den neu anspitzen. Toll. Kostet irgendwie um die 18 Euro, finde ich sehr schön. Ich mag den. Nehme ich immer so für die Wasserlinie, weil er ist nicht ganz weiß. Er ist so hautfarben. Auf den Lippen trage ich von L'Oreal den Lip Liner, diesen hier. In dem Farbton 630 aus der L'Oreal Couture Line bei Colorish steht drauf. Das ist also nicht Infallible oder so, das ist aus der Couture Line. Der hat auch so eine Kroko-Prägung am Stiel. Sieht sehr elegant aus. 630 ist der Farbton, den habe ich genommen. Umrandet und habe nochmal die Lippen aufgefüllt damit und bin dann leider mit meinem Lippenstift von Judith Williams aus diesem kleinen Kästchen, den gab es ja letztes Jahr, ne, bei HSE24 und damals hatte sie auch noch eine eigene Homepage. Oder so eine Online-Geschichte, jedenfalls, wo man bestellen konnte.
Und das ist so ein Farbton, der hat so, oh, der ist so ein bisschen, ja, schimmernd, also so ein Pearly, ne, Pearl sage ich immer dazu. Und der gefällt mir immer sehr, sehr gut dazu, weil das harmoniert so. Der andere ist mir zu plakativ und zu nude. Und dann nehme ich einfach einen schönen pearligen Lippenstift oben drauf in so einem ähnlichen Rosenholzton und dann finde ich das sehr schön. Ich glaube, ich habe euch jetzt alles gezeigt, was ich auf und drauf und überall im Gesicht trage. Ja, natürlich mein Bronzing-Puder, das Terracotta Jolie Teint von Galan habe ich natürlich drauf. Das ist dieses hier und das ist für Natural Blonde. Moment, das ist der Farbton 02 Natural Blonde. Ja, den mag ich auch immer sehr gerne, benutze ich jetzt schon das zweite Jahr und ich muss sagen, hält auch ewig. Ne? Also der Preis, das rechnet sich hier auch wieder. So, meine Lieben, jetzt wünsche ich euch viel Spaß, bleibt dran. Ich zeige euch, wie ich das ganze Make-up auftrage und es dauert heute ein bisschen länger. Ich hoffe, ihr habt euch was zu trinken mit an den Rechner genommen und dann sehen wir uns zu meinem Beauty-Kaufhaus-Video dann wieder im nächsten Video. Vielen Dank und viel Spaß beim Zuschauen. So, meine Lieben, und jetzt kommen wir zu dem Concealer. Ich sag euch mal, welchen Fehler ich gemacht habe. Bei den meisten YouTuberinnen sehe ich immer, dass erst die Foundation aufgetragen wird. In diesem Falle wäre es von Estee Lauder die Double Wear, die zeige ich euch ja gleich. Und danach tragen die meisten YouTuber so ihren Concealer auf. Und danach habe ich mich gerichtet, weil ich habe früher gar keinen Concealer getragen. Und ich habe mir gedacht, okay, man trägt heute Concealer, dann trage ich mal Concealer auf. Ich habe es dann die letzten Male oder die letzten Jahre so gehalten, dass ich gar keinen getragen habe. Ich habe es euch auch gesagt. Und zwar war das Problem einfach immer, dass er mir in die Fältchen gekrochen ist. Und nun hatte ich mir den von Barbour ja gekauft, im Beauty-Kaufhaus, das wisst ihr. Und ich verlinke euch das auch unten wieder alles in der Infobox. Ja, und habe den natürlich auch wieder so aufgetragen. Ich habe erst meine Foundation aufgetragen und habe dann den Concealer genommen. Und Punkt 1 habe ich keinen Unterschied gesehen vom Farbton her. Und im Gegenteil, ich habe damit teilweise die Foundation wieder angehoben, also abgehoben mit dem Beauty Blender. Der ist sehr angefeuchtet. Also ich arbeite immer mit angefeuchtetem Beauty Blender. Kann ich auch nur so empfehlen. Also ich würde ihn niemals trocken anwenden. Auch wenn ich immer mal wieder auf YouTube höre, dass man ihn trocken anwenden kann. Jetzt habe ich es so gemacht und habe den Concealer alleine aufgetragen unter dem Auge, hier in diesem Bereich. Und habe dann auch dort gar keine Foundation drüber gemacht. Und das war beim letzten Mal in dem Video das Geheimnis, dass ich mir gesagt habe, okay, weder mache ich ihn auf die Foundation noch drüber, noch mache ich erst den Concealer und dann die Foundation wieder drauf. Nein, ich benutze ihn als Ersatz für die Foundation in der sehr empfindlichen Augenpartie, wo man eh schnell zu Fältchen neigt und habe dann hinterher die Foundation rumrum gearbeitet. Ne? Ich bin dann drumrum gegangen, das zeige ich euch gleich. Aber ich zeige euch jetzt erstmal, wie ich den Concealer auftrage von Barbour. Ich muss natürlich sagen, ich finde ihn auch wirklich grandios. Er ist ganz, ganz zart schmelzend und er lässt sich wunderbar einarbeiten. Er hat im Übrigen so eine platinfarbene Verpackung und man zieht hier oben einfach den Deckel ab. Unten kann man drehen und hier ist noch ein kleiner Pinsel vorne drauf. Ihr könnt auch schon sehen, dass ich ihn einige Male verwendet habe, denn ich habe ihn ja immer wieder ausprobiert und immer wieder getestet und ich hätte ihn beinahe schon abgedreht als Flop und hätte gesagt, Ladies, wir können keinen Concealer mehr verwenden, bis ich mir halt gedacht habe, trag ihn doch mal solo auf und mach dann gar keine Foundation mehr drüber und trag ihn sozusagen unter dem Auge als Ersatz für eine Foundation, die sich ja auch mal schnell in die Fältchen legen kann. Ne? Und in diesem Fall, wo der Concealer sich da gar nicht reingelegt hat und der sitzt Bombe, fand ich das Ergebnis so schön zart schmelzend und überhaupt nicht in die Fältchen gekrochen irgendetwas, dass ich mir gedacht habe, das muss ich euch unbedingt zeigen. Ich drehe jetzt hier ein paar Mal. Ich verteile das ein bisschen unregelmäßig, weil das ist im Prinzip jetzt vollkommen egal, denn ich nehme gleich ein Beauty Blender und werde ihn dann hier einarbeiten. Ich habe ihn auch beim letzten Mal noch ein bisschen auf dem Augenlid aufgetragen, sozusagen ja, als Concealer, als Primer, ne, als Unterlage für mein Augen-Make-up. So, und dann nehme ich einfach hier meinen Beauty Blender. Ich habe in diesem Fall heute den schwarzen und fange an, ihn erstmal einzuarbeiten. Ich drehe noch mal ganz kurz meinen Spiegel, dann sehe ich einfach mehr. Und ich kann auch hier ganz unter das Auge gehen und mache das auf der anderen Seite auch. Und wem das nicht reicht, der kann auch gerne eine zweite Schicht auftragen. Das ist absolut gar kein Problem. Denn ich habe ja hier auch schon sehr viele Rötungen in dem Bereich. Ich bin ja, ne, nicht mehr die Jüngste, also da sieht man das schon. Und ich habe es auch beim letzten Mal so gemacht, dass ich einfach nochmal eine zweite Schicht aufgetragen habe.
und auf der anderen Seite auch. Und dann habe ich das wieder schön eingearbeitet. Und das macht also absolut gar nichts, ob ihr da nun noch eine Schicht mehr drauf macht oder nicht. Das Schöne an diesem hier ist natürlich, dass er so einen lumisierenden Effekt hat. Also das hat so eine Leuchtkraft, da sind so lichtreflektierende Pigmente wieder mit drin. Das kennt ihr ja schon von mir aus meinen Videos mit der L'Oreal Augencreme. Und da haben wir das ja auch. Und wie gesagt, ich gehe dann hier ganz großzügig schon runter auf den Wangenbereich und gehe hier auch tief unter die Augen und trage mir das auf. Ja, und dann gebe ich einfach noch mal ein bisschen auf das Augenlid. Das heißt, ich mache das auch gleich damit und pudere das dann im Nachhinein nur ab. Ich werde euch im Übrigen heute auch gleich die Miss Bella Palette vorstellen und da sind tolle Farben dabei, die man gleich so auftragen kann. Ich gehe auch hier oben bis an den Augenbrauenansatz und dann kann man das hier so richtig schön einarbeiten. Wenn man das auch gleich mit oben auf das Augenlid gibt, dann muss man hier nicht so vorsichtig rumarbeiten mit der Spitze, sondern man kann das hier wirklich gleich schön hier oben mit einarbeiten und vor allen Dingen sieht es dann gleich gleichmäßig aus. Ne? Ihr könnt hier auch nochmal mit über den Nasenrücken gehen und hier oben mit hoch in dem Bereich. Aber wie gesagt, dadurch, dass ich da ja die Foundation auftrage, war es jetzt für mich unnötig. Für mich war es wichtig, dass ich einen Concealer finde, der sich nicht in die Fältchen legt hier in dem Bereich. Und das habe ich eigentlich damit erreicht. Also wie gesagt, ich gucke immer noch mal, ich gebe einfach noch mal ein bisschen mehr drauf, wenn ich das Gefühl habe, da kann noch so ein bisschen, weil viel schluckt ja auch der Beauty Blender. Nur ich habe es probiert mit einem Pinsel aufzutragen oder auch mit meinen Bürsten. Und da musste ich dann leider feststellen, dass es auch wirklich so ein bisschen mehr die Fältchen betont, weil man ihn natürlich trocken aufträgt. Und hier durch den angefeuchteten Beauty Blender geht die Feuchtigkeit gleich mit in die Haut zusammen mit dem Concealer. Und das macht halt dieses schöne Finish, dieses schöne Ergebnis. So, und so lasse ich das im Prinzip. Das heißt, in dem Bereich kommt jetzt auch gar kein Concealer mehr drauf. Und ich werde jetzt die Double Wear Foundation für euch auftragen und dann könnt ihr sehen, wie das zusammen harmoniert. Und das geht, obwohl es von Barbour ein Produkt ist und hier ist es ein Produkt von Estee Lauder, super gut. Im Übrigen möchte ich dazu sagen, ihr müsst sie immer sehr gut schütteln vorher. Ich hatte es ja schon, glaube ich, bei Instagram mal gepostet, dass ich es sehr schade finde, dass bei dem Preis natürlich kein Spender oben drauf ist, sondern dass man so einen Schraubverschluss hat und man hat dann hier gleich die Öffnung. Ich meine, es geht, man kann es damit natürlich auch machen, gar kein Problem. Aber ja, wie gesagt, ich finde es ein bisschen schade. Ne? Also bei dem Preis hätte ich jetzt einen Pumpspender erwartet. So, und dann mache ich das, wenn ich geschüttelt habe, immer so, dass ich so einmal hin und her gehe. Und das, was jetzt an meinem Finger hängen bleibt, das trage ich hier oben auf. Und das mache ich natürlich hier auf den Wangen auch. Und wie gesagt, wenn ihr davon noch etwas mehr braucht, weil wie gesagt, ich arbeite ja jetzt ohne Pumpspender, könnt ihr natürlich hinterher nochmal eine Schicht auftragen. Das ist gar kein Problem. Das ist also auch bei der Double Wear absolut kein Problem, da noch eine Schicht aufzutragen. So, und das Ganze arbeite ich heute auch mit dem Beauty Blender gleich ein. Den habe ich ja jetzt gleich hier liegen, der ist feucht. Das heißt, im Moment ist es natürlich so, dass ich, wenn ich den Concealer verwende, so wie heute, und wahrscheinlich auch in den nächsten Malen, werde ich entweder beides benutzen müssen. Das heißt, ich werde entweder meine Bürsten benutzen müssen und einen Beauty Blender hier anfeuchten und mir hinlegen. Ansonsten, wie gesagt, könnt ihr es natürlich auch zusammen mit dem Beauty Blender auftragen. So, und jetzt seht ihr schon, wie das hier so ein ganz tolles, also so ein ganz tolles gleichmäßiges Ergebnis erzielt. Ihr seht, dass sich das also super mit dem Concealer hier zusammentut. Ja, also das ist wirklich ein Übergang. Man sieht überhaupt nicht den Unterschied zwischen dem Farbton auch. Und das fand ich ganz toll, dass also dieser Concealer von Barbour und auch hier die Estee Lauder Double Wear Foundation so gut harmonieren, dass ich da natürlich ganz begeistert war. Ne? Also wie gesagt, man kann jetzt sagen, ich gebe noch ein bisschen was auf. Mache ich meistens immer so in dem Bereich und hier nochmal und gebe nochmal so ein ganz bisschen drüber. Und dann ist das eigentlich auch schon fertig und dann braucht ihr mit der Foundation auch gar nicht unters Auge gehen. Denn ich will jetzt nicht sagen, dass sich die groß in die Fältchen legt, aber sie betont natürlich schon mehr ja, die untere Augenpartie, wenn da Fältchen sind, als jetzt ein
Schöner Concealer, ne? So, und jetzt könnt ihr das also genau sehen. Ich gebe auch hier oben noch mal ein bisschen was drauf, was so die Reste hier am Eisen. Ihr wisst, ich gehe auch immer gerne mit der Foundation aufs Augenlid und pudere das dann ab. Und so im Prinzip kann man das jetzt lassen. Und ich finde das Ergebnis grandios. Ich finde es grandios von der Double Wear. Ihr wisst, ihr habt mich jetzt in den letzten Videos schon so oft gefragt. Ich weiß nicht, in wie vielen meiner letzten Videos ich die Double Wear drauf hatte. Und ich werde sie mir jetzt auch noch nachbestellen. Ich hatte es letztens vergessen. Ich wollte es erst machen. Und dann hatte Douglas irgendwie online so ein Problem. Es hatte mir auch schon jemand dann bestätigt. Und es war dann einfach so, die war im Angebot. Ich habe irgendwas um die 30 Euro bezahlt. Ich weiß nicht, 32 Euro, glaube ich. Ich habe hier den Farbton im Übrigen 2C2, wenn ich mich nicht irre. Aber ich schreibe das auch unten, ja, 2C2. Schreibe ich aber auch nochmal unten mit in die Infobox rein. Und bei dem Barbour Concealer ist es wirklich der hellste Farbton, und zwar 01 Ivory. Ja, und beide Produkte, ne? Also ich finde, sagt mal ganz ehrlich, die harmonieren doch super. Man sieht hier überhaupt nicht, dass irgendwie man zwei verschiedene Produkte angewendet hat. Und selbst wenn jetzt jemand sagt, ich möchte mir aber noch ein bisschen Concealer nochmal unter das Auge machen, ihr könnt alle Schichten, ist gar kein Problem. So sieht es auf alle Fälle aus. Und wie gesagt, ich liebe beide Produkte mittlerweile. Ich kann sie euch beide empfehlen. Wie gesagt, den habe ich... den Concealer von Barbour habe ich im Beauty-Kaufhaus bestellt, da kommt ja noch das Video, da werde ich hier nochmal mit in die Kamera halten, da könnt ihr gerne anrufen, weil im Moment bekommt ihr im Beauty-Kaufhaus 10% Rabatt auf eure Bestellung. Das habe ich mit dem Beauty-Kaufhaus ausgehandelt, weil ich halt krank geworden bin, und es gab ja diese Weihnachtsaktion mit den 15%. Und leider, ja, ist das ins Wasser ins Wasser gefallen. Und ich habe nochmal telefoniert und habe mir gedacht, ich rufe jetzt einfach mal an und frage dort nach. Und wie gesagt, die waren wie immer sehr, sehr nett. Auch die Inhaberin, Frau Glaser, war sehr nett und hat gesagt, kein Problem. Es gibt einen Rabattcode, der steht unten in der Infobox, und den setze ich euch unten rein, und dann bekommt ihr auf die gesamten Produkte bis zum 31. Dezember im Übrigen, könnt ihr dort nochmal zuschlagen. Das sage ich euch dann aber alles noch in dem Beauty-Kaufhaus-Video, was noch kommen wird auf euren Wunsch hin. Und da bekommt ihr nochmal, wie gesagt, die ganze Zeit hier 10%, egal wann ihr bestellt. Gerade auch wenn nach Weihnachten die Umtauschaktionen wieder losgehen und man sich vielleicht auch mal Geld auszahlen lässt oder man hat Geldgeschenke bekommen. Ich sage immer, nach Weihnachten ist vor Weihnachten. Das Geschäft nach Weihnachten ist manchmal größer wie vor Weihnachten, laut Statistik im Fernsehen. Ich hatte es letztens gehört. Und da habe ich so gedacht, ja, das ist wirklich so, es wird so viel umgetauscht, es wird so viel sich von dem Geld dann nochmal gegönnt oder von den Geldgeschenken. Und da habe ich mir gedacht, die 10% kommen mir auch nach Weihnachten ganz recht oder auch jetzt vor Weihnachten. Also ab diesem Video hier heute gelten die 10% im Beauty-Kaufhaus. Ihr könnt da gerne anrufen oder wartet noch auf das Beauty-Kaufhaus-Video, was ich abdrehen werde. Und dann vielleicht ist noch das eine oder andere Produkt dabei, was ihr gerne haben möchtet. So, das habe ich euch gesagt. Ihr müsst mal schauen, ob Douglas sie noch im Angebot hat. Wie gesagt, die Double Wear ist fantastisch. Ich finde sie ganz, ganz großartig. Und sie ist wirklich auch auf der Haut etwas, die macht so ein ganz, ganz ebenes Hautbild. Sie macht ein weiches Hautbild. Also die Foundation hat eine ganz, ganz tolle Qualität. Und ich muss auch sagen, sie hält auch sehr, sehr lange. Wirklich, sie hält sehr, sehr lange. Ihr könnt es, wenn ihr wollt, auch noch abpudern. Ich würde euch nicht raten, unterm Auge wieder abzupudern, weil ich immer der Meinung bin, ab einem gewissen Alter kommt Becken oder Pudern unter dem Auge hier, wo die Fältchen sind, nicht gut. Dann kann sich natürlich wieder alles reinlegen, weil es ist halt einfach so. Ja, und ich werde jetzt starten und meine Augenbrauen kurz machen, bevor wir mit Bronzer weitermachen und der Lidschattenpalette von Miss Bella. Ja, und dann sehen wir uns gleich. Ich mache mal eben meine Augenbrauen fertig und dann bin ich gleich wieder da. So, meine Lieben, und jetzt starten wir durch mit der Miss Bella Palette. Ja, ich habe sie schon einmal benutzt in meinem letzten Video. Ich habe mir jetzt auch bei Miss Bella nochmal was angeschaut, weil ich mir gedacht habe, okay, guck nochmal, für welche Farben sie ja was benutzt hat und so. Und ich habe mir jetzt überlegt, ich fange jetzt mal genauso an, wie sie es empfohlen hat, dass man zum Beispiel den Farbton Undressed erstmal aufs bewegliche Augenlid gibt. Und das werde ich jetzt einfach mal machen. Das mache ich jetzt auch mal mit dem Finger und gucke mal, wie sich das mit dem Finger auftragen lässt. Ich habe ja auch früher sehr viel mit dem Finger aufgetragen. Ich habe auch meine Foundation mit dem Finger aufgetragen, und ja, dieser Farbton kommt sehr dem einer
ja, einem Hautton da, ne? Als wenn man jetzt sagen würde, man nimmt jetzt einen Primer zum Beispiel oder einen Concealer noch drauf in dem Farbton und ich tupfe das hier mal drauf und werde davon auch noch mal ein bisschen an den unteren Wimpernkranz geben. Und ich finde es sehr gut, lässt sich hier sehr gut auftragen. Ich hatte, glaube ich, in meinem letzten Video schon erwähnt, dass ich auch finde, dass die Farben also sehr, sehr viel Farbe abgeben. Also, dass die Farben sehr gut pigmentiert sind. Ja, also das finde ich schon. Und da kann ich überhaupt nichts Negatives sagen. Ich weiß nicht, ich hatte mal irgendwann mitbekommen, dass jemand sagte, also die wären nicht gut pigmentiert. Das kann ich jetzt nicht sagen. Also ich finde es okay. Und ich finde sogar, dass sie sehr gut pigmentiert. Und ich finde, das ist eine sehr gute Farbe, um damit eine Basis zu schaffen, um die anderen Farbtöne aufzutragen. Ich habe gehört, dass mir jemand sagte, ja, wenn ich die Miss Bella Palette gut finde, würde ich auch die Carly Bible, ich glaube, die heißt so, ne? Carly Bible Palette. Ich wollte mal, jetzt wo ich ein bisschen fitter bin, bei DM mal reinhuschen. Und werde einfach mal gucken, ob ich sie bekomme, die Carly Bible Palette. Und dann schaue ich mir die auch noch an. Und dann sehen wir mal weiter. Dann werden wir die vielleicht auch noch ausprobieren. So, jetzt gebe ich von dem 50-50, wie sie immer so schön sagt, ein bisschen was in die Lidfalte mit rein. 50-50 ist im Übrigen dieser Farbton hier, so ein bisschen bräunlicher. Ich hatte erst so ein bisschen meine Bedenken, weil ich finde ihn sehr, sehr dunkel. Und man muss immer ein bisschen aufpassen, ihr seht schon, also wenn man da nur einmal reingeht, hat man auch wirklich schon sehr viel am Pinsel dran und die gibt ja auch sehr, sehr gut Farbe ab. Lieber ein bisschen mehr. Ich bin auch der Meinung, ich habe recht schon fast zu viel genommen. Ich schaue nochmal und gebe das also in die Lidfalte rein. Ich muss sagen, ich hätte ihn mir lieber ein bisschen aschiger gewünscht, so wie ich im Moment die Farbtöne von den Douglas Monolidschatten habe, weil ich einfach finde, dass diese aschigen Farbtöne mir besser stehen. Ich nehme jetzt noch ein bisschen von dem 50-50 am unteren Wimpernkranz und das hat einfach was damit zu tun, das ist so die typische Farbe 50-50, finde ich, für Leute mit einem olivfarbenen Hautton, ne? Und ich finde einfach bei mir die aschigen Farbtöne etwas schöner und ja, ich bin ja nicht so dieser Blondinentyp mit dem olivfarbenen Hautton, wo man dann sagen würde, okay, da steht es denen besser. Das nehmen wir und ich werde davon jetzt, es ist so ein schöner Fliederton, ist ja wieder das, was ich eigentlich mag und ich werde das jetzt mal auf beiden Augenlidern gleich mal auftragen. Ich tupfe das mal so ein bisschen. Ich finde jetzt, also zum Beispiel dieser Farbton ist auch extrem gut pigmentiert. Also ich kann gegen die Palette überhaupt nichts sagen. Alle Farben sind gut pigmentiert und wenn ich mir überlege, dass diese Palette 17,50 Euro, glaube ich, kostet, ne, bei DM, habe ich selten eine Palette gehabt, die für den Preis so gut pigmentierte Farben hat, muss ich ehrlich sagen. So. Und davon gebe ich mir jetzt auch ein bisschen was an den unteren Wimpernkranz. Das ist ein schöner Farbton, schöner Fliederfarbton und ich mag ja diese Farbtöne. Und das wisst ihr ja, ich liebe Lila und Flieder und alles sowas. Ja, ich werde jetzt einfach noch mal ein bisschen was von dem Vino nehmen. Mal gucken, das hatte ich ja letztes Mal auch. Und auch da vorsichtig sein, weil die geben sehr, sehr viel Farbe ab. Ich hatte das letztes Mal auch schon hier in der Lidfalte und da muss man immer nur ein bisschen vorsichtig sein. Also wie gesagt, ich finde schon, dass man schnell damit kränklich aussehen kann, wenn man zu viele Rot- oder Orangetöne benutzt und ja, mal gucken. Wir werden mal sehen, wie das gleich aussieht. Und ich werde davon auch ein bisschen runterziehen an den unteren Wimpernkranz, aber nur hier in diese äußere Ecke. Und dann schauen wir mal, wie das Ganze aussieht. Hinterher ja auch mit Mascara. So, ich habe mir jetzt überlegt, ich werde noch ein bisschen was von dem Undressed nehmen, was wir ja auch ganz am Anfang benutzt haben, um die Lidfalte zu primen.
und mache mir hier den Übergang wieder ein bisschen weicher mit dem Farbton Undressed. Und das finde ich geht sehr gut. Damit kann man hier auch mal schnell alles, was so ein bisschen zu viel geworden ist oder hier übergeht, kann man damit wieder ausblenden. Und ich finde, es geht sehr gut, wenn man Undressed hier benutzt, um das Ganze nochmal wieder weich zu zeichnen. Ich nehme jetzt mal ein bisschen von dem Luminous und gehe damit in den inneren Augenwinkel und trage davon mal ein ganz bisschen hier auf. Hier mal gucken, wie das ist. Im Übrigen hatte ich, glaube ich, auch schon in dem letzten Video gesagt, dass die Farben sehr haltbar sind. Also wenn die einmal aufgetragen sind und die sitzen, dann sitzen die. Fand ich sehr interessant. Ich hatte letztens schon einmal Probleme, noch einen bestimmten Farbton zu verblenden. Aber wie gesagt, die sitzen, ne? Das ist nicht so, dass ihr euch schminkt und hinterher das Gefühl habt, nach ein paar Stunden ist also nichts mehr auf dem Augenlid drauf. So, ich werde jetzt nochmal mit dem Blenderpinsel hier unten lang gehen und hier auch, da habe ich es nämlich noch vergessen. Mit dem Farbton Undressed gehe ich auch nochmal am unteren Wimpernkranz lang, um den Übergang hier ein bisschen weicher zu machen. Und auch das, finde ich, funktioniert super gut. Also das ist eine tolle Sache, muss ich echt sagen. Also der Farbton gefällt mir, damit kann man hier wirklich alles weich zeichnen, ne? Das finde ich sehr schön. Ja, ist super gut in Ordnung, finde ich gut. Und wie gesagt, das war jetzt also diese Farbzusammenstellung, die ich heute genommen habe. Wir werden sie noch ein paar Mal ausprobieren. Ich werde erstmal schauen, dass ich nochmal ganz kurz für meine Augenbrauen, und zwar hatte ich mal was ausprobiert eben. Ich habe mir mal, Moment, von Essence den Make Me Brow wieder rausgekramt. Aber ich finde immer, damit stürzen meine Augenbrauen immer wieder nach unten ab. Also da gibt es keinen Halt. Ja, und ich finde von Maybelline, der Brow Precise Fiber Filler, der ist einfach göttlich. Damit kann man wirklich die Härchen hier hochkämmen und die halten auch den ganzen Tag. Also ich muss immer wieder sagen, ich wollte es jetzt einfach wissen, weil ich gedacht habe, okay, du hast den beim Aufräumen gefunden, also ich hatte ihn beim Aufräumen gefunden in der Schublade und habe gedacht, Mensch, den hast du schon ewig nicht mehr genommen, weil ich jetzt wie gesagt so verzückt war von dem hier. Aber ich muss sagen, der ist tausendmal besser hier. Ja, ich habe mir meine Augenbrauen gemacht und mich leider ein wenig verzupft. Ich muss echt sehen, wie ich das jetzt wieder ausbügeln kann. Ich weiß noch nicht ganz wie, das sieht man hier. Was heißt verzupft? Ich habe sie eigentlich gar nicht gezupft. Ich habe diese elektrische Augenbrauenmaschine genommen und bin hier oben abgerutscht. Und da bin ich ein wenig in die Augenbrauen geraten. Und jetzt muss ich erstmal sehen, wie ich das wieder hinkriege. Das muss ich mit einem Augenbrauenstift, der ein bisschen dunkler ist, glaube ich, wieder ausbügeln. Aber wie gesagt, wir schauen erstmal. So, ich habe mir überlegt, vielleicht könnte man von dem Luminous auch noch so ein bisschen mehr hier im inneren Augenwinkel, und zwar hier, so ein bisschen hell nach oben ausblenden und so ein bisschen hier in den Farbton noch mit reingehen. Und das finde ich sehr schön. Das gibt so ein bisschen so einen aufhellenden Effekt hier in dem Bereich. Und das mag ich eigentlich immer ganz gerne, wenn man das hier nochmal innen so ein bisschen heller ausblendet. Ich finde mal, dass macht das Auge irgendwie ein bisschen, ja, schöner, heller. Weiß ich nicht. Ich finde das immer sehr gut. Ich mache das sehr gerne. Gehe auch nochmal hier lang. So. Und so können wir das eigentlich lassen. Also wie gesagt, die Palette ist wirklich auch was für nicht nur Blondinen, auch für Grauhaarige und alles Mögliche. Und ja, wir werden das nächste Mal ein paar andere Farben ausprobieren. Ich schaue dann mal, was wir dann nehmen. Auf alle Fälle finde ich die Farbzusammenstellung erstmal sehr gut. So, und jetzt starten wir durch mit meiner Estee Lauder Mascara, die ich euch schon so lange zeigen wollte. Und zwar die Pure Color Envy Lash. Das ist diese hier. Und die hat ja Nylonbürsten. Und zwar muss ich gucken, dass ich euch das auch richtig zeige. Auf einmal sind hier, also wie gesagt, diese Nylonbürstchen. Und wie ihr schon sehen könnt, wenn man ein bisschen weiter dreht, hat man kurze Silikonnoppen. Und diese Kombination finde ich großartig, weil
dann hat man wirklich beides in einem. Wie oft hole ich die eine raus und dann wieder die andere? Und ich mache das immer so, dass ich erstmal mit den kurzen Silikonnoppen hier meine Wimpern vorkämme sozusagen. Müsst immer mal ein bisschen gucken, dass ihr dicht an den Ansatz rankommt. Und ich finde auch, dass sie sehr schön Farbe abgibt. Im Übrigen hält sie auch bombastisch. Und das mache ich jetzt wirklich so, dass ich sie kämme. Ne? Also ich muss mal gucken. Ich mache erstmal beide Seiten mit dem Kamm. Und dann kann ich mit der anderen Seite, mit dieser Puschligen, mit den Nylonbürstchen nochmal nachgehen. Und dann bekommt man auch noch mehr Volumen. Ne? Man kann das nämlich im Prinzip so lassen, dass man nur die Nylonnoppen, die Silikonnoppen benutzt und hat dann einen ganz zarten Augenaufschlag, sage ich jetzt mal. Und man kann natürlich auch hier nochmal mit den Nylonbürstchen durchgehen und auch am besten immer von unten nochmal richtig nach oben durchkämmen. So, jetzt haben wir es erstmal drauf. Und ich habe mir überlegt, ich habe hier noch den, das ist ein Eyeliner in Hautfarben. Und den möchte ich nochmal auf die Wasserlinie auftragen. Ich muss nur mal ganz kurz gucken. Den hatte ich letztens angespitzt und der war ein bisschen abgebrochen. Und ich werde den jetzt nochmal auftragen. Der ist im Übrigen von Judith Williams und den mag ich eigentlich total gerne, weil der ist so cremefarben. Der ist also nicht weiß, sondern der ist so hautfarben. Und den mag ich total gerne, den habe ich auch schon ganz lange. So, und das finde ich immer ganz schön, wenn ich den noch auftrage. Der wird noch mal ein bisschen blasser mit der Zeit leider. Der ist nicht ganz so intensiv, dass er also lange hält. Das ist ein bisschen so ein Manko, ne? Aber ich mag ihn von der Farbe halt sehr gerne. Und ja, jetzt tragen wir zusammen Bronzer auf. Und da habe ich mir überlegt, da nehme ich natürlich wieder wie immer meinen Bronzer hier von Galan. Das ist dieser hier, den habe ich euch ja hoch auch schon 100-mal in die Kamera gehalten. Das ist im Übrigen der Farbton 02 Natural Blonde. Und den werde ich jetzt mit einem Pinsel auftragen. Ich gehe hier jetzt einfach erstmal durch den Bronzer und werde den Bronzer hier auftragen. Das ist einer, den liebe ich, weil man den, wie gesagt, der ist nicht gleich so extrem da. Ne? Ich habe das manchmal bei NYX. In der Palette ist das ja so, dass dann immer gleich so schnell viel Farbe auf dem Gesicht ist und ich muss mal auf meine Kamera achten. Und dann ist hinterher das immer ein bisschen schwierig, wenn man zu viel aufgetragen hat. So, und jetzt nehme ich noch ein bisschen was von dem roten Farbton mit auf, weil das ist für mich immer gleich so der passende Rouge dabei. Da gehe ich mit der Pinselspitze so ein bisschen durch und trage das so im Ganzen dann nochmal auf. Gehe hier ein bisschen auf die Wangen. Und dann bin ich eigentlich auch schon fertig, weil ich nehme, wie gesagt, nicht so viel von dem Puder von Galan hier. Und so reicht mir das eigentlich. Und dann passt das. Ja, wie gesagt, also ich wollte euch eigentlich vorstellen, die Foundation von Estee Lauder. Ich wollte euch mal die Mascara zeigen. Es gibt demnächst dann noch ein Video, wo ich euch das Night Serum und den, wie heißt denn das? Ich weiß jetzt gerade nicht, wie es heißt. Also auf alle Fälle noch zwei Produkte für die Gesichtspflege. Und die finde ich auch ganz, ganz toll. Das mache ich dann aber separat. Dann mache ich mal so eine, vielleicht so eine Abendroutine. Und dann zeige ich euch mal, wie man das aufträgt. Und wie gesagt, ich finde die Produkte von Estee Lauder im Moment alle toll. Also ich kann über kein Produkt meckern und vor allen Dingen über den Barbour Concealer. Ihr seht jetzt immer noch, dass ich hier in dem Bereich nur den Concealer drauf habe. Ich habe da keine Foundation drauf in dem Bereich und ja, es macht auch keine Fältchen. Also es ist auch nicht so, dass man jetzt das Gefühl hat, ich muss mal gucken, habe ich genug Licht, weil je mehr Licht, umso mehr könnt ihr eigentlich sehen, ob man Fältchen hat, ne? Ob es sich in die Fältchen reinlegt. Aber viel, viel weniger wie sonst. Also ich sag mal, natürlich habe ich hier noch kleine Fältchen, aber es legt sich viel, viel weniger rein wie sonst. Und ja, von daher, ich finde sie toll. Ich finde sie ganz, ganz toll. Macht ein schönes Ergebnis und vor allen Dingen
Sie hält den ganzen Tag. So, ich hole jetzt noch Lippenstift raus, meine Lieben. Wartet mal ganz kurz und dann tragen wir den. Oder ich trage den dann auch nochmal schnell auf und dann zeige ich euch noch, was ich da verwendet habe. So, meine Lieben, und jetzt habe ich mir einen Lip Liner rausgesucht und zwar von L'Oreal. Den hatte ich schon mal drauf. Das ist der in dem Farbton 630. Ich komme damit mal ein bisschen näher dran. Der sieht hier so ein bisschen rosenholzfarben aus, aber ich finde, das ist so ein bisschen ein Nude-Ton. Den habe ich benutzt für die Umrandung und habe auch nochmal die Lippen ganz ausgefüllt. Er ist mir dann aber zu matt nude, zu braun, also geht so ein bisschen ins Braune. Und habe mir dann wieder meine Kissing Beauty Lipstick Collection Palette von Judith Williams rausgesucht. Die habe ich immer unheimlich gerne. Das ist diese hier. Ich habe sie euch ja schon ganz oft in die Kamera gehalten. Die gibt es leider nicht mehr. Die hatte ich mir letztes Jahr gekauft und da ist ein Farbton dabei. Der hat so einen Bronze-Schimmer und den gebe ich mir dann immer oben drauf. Und dann verliert das Ganze natürlich so diesen plakativen Braunton, ne? Und den hatte ich letztens schon mal drauf und da hatte man mich auch schon mal drauf angesprochen, was für ein Lippenstift das ist. Ja, das ist diese Kombination aus dem L'Oreal Lip Liner in Farbton 630 und halt diesem hier. Aber ich denke mal, so einen mit ein bisschen Pearl Schimmer, ich zeige euch den mal ein bisschen näher an der Kamera, könnt ihr mit Sicherheit auch nochmal so finden. Und ich finde, wenn man das mixt, ja, ich hatte mal so einen von Trend It Up, das war aber auch leider eine LE, sonst hätte ich den genommen und damit kommt ihr auch nicht weiter. Der hat auch so ein bisschen diesen Schimmer, ne? Macht so schöne, gepflegte, weiche Lippen und hat so, ja, ein bisschen, das ist kein Metallic Look, aber hat so ein bisschen Schimmer halt drauf, ne? Und die Kombination finde ich sehr schön, auch passend hier zu dem Augen-Make-up, finde ich. Und ja, die Farben harmonieren, sage ich jetzt mal. Ja, das war's, meine Lieben. Das war mein Video über die Double Wear und über die Mascara von Estee Lauder, über den Concealer von Barbour. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Ich werde mir was einfallen lassen. Ich werde nochmal das Video, wie gesagt, abdrehen mit den anderen Estee Lauder Produkten. Und es kommt dann erstmal das Beauty-Kaufhaus noch und noch Favoriten. Ja, ich werde mal gucken, das Jahr werden wir jetzt ein bisschen ausklingen lassen und auch vor Weihnachten jetzt noch. Und dann sehen wir uns in einem meiner nächsten Videos wieder. Und bis dahin, liebe Grüße von mir, bleibt mir alle gesund und wir sehen uns. Danke, tschüss.